Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Mein lieber Herr Apparat, ist Michael, Michael Kohlberg. Eine Grüße von mir zum ersten Mal. Illusions? Wir haben schon Ihnen kontaktiert, wir haben schon angeschaut, dass Sie Interesse gezeigt haben über Trading online. Und wenn ich darf Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung dafür? Mit anderen Unternehmen? Was für andere Unternehmen? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Den Michael Kohlberg haben wir heute am Apparat. Na, ganz bestimmt. Vom Namen her kann man hier schon ableiten, dass es sich wohl gepaart mit dem Akzent um den üblichen Trading-Betrug am Finanzmarkt handelt. Die Anrufe reißen hier tatsächlich nicht ab. Es wird tatsächlich sogar schlimmer und schlimmer. Doch hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Also meine ich mit Trading online oder haben Sie selbst gehandelt zum Beispiel? Also haben Sie niemals probiert, meinen Sie? Okay, aber hier steht, dass Sie Interesse gezeigt haben über Trading online. Sehr interessant. Was meinen Sie ganz genau jetzt? Dass Sie nicht gemacht haben oder? Nee, das habe ich nicht. Normalerweise über Werbung, was Sie geteilt haben, wir bekommen Kunden, dass wir Interesse zeigen können. Aber egal. Also ich anleite die Leute normalerweise auf jeden Fall über Trading online, dass sie Informationen erstmal zu geben können. Genau, aber egal, ob ich jetzt hier Lust auf das Gespräch habe, ob ich mich da selbst eingetragen habe, der Betrüger macht einfach weiter in seinem Skript und rattert seinen Text darunter, den er loswerden möchte. Ja, also normalerweise ist es ja so, dass man sich auf so einer Werbeplattform eingetragen haben muss. Nun ja, aber wenn man dann einmal diesen Namen eingetragen hat, heißt das ja nicht, dass man danach nur von einer Firma angerufen wird, denn die Firmen verkaufen sich untereinander diese Datensätze immer wieder weiter und weiter und weiter. Das heißt, ist man einmal dort auf dieser Webseite eingetragen gewesen, ja, nimmt das Spielchen seinen Lauf und man hat eigentlich keine Ruhe mehr vor diesen Betrügern. Dadurch, dass die Daten hier immer wieder weitergereicht werden, ob nun bezahlt und finanzielles Interesse dahinter steht oder nicht, die Daten werden immer weitergegeben, auch wenn ich mich nur einmal eingetragen habe. Also wir handeln schon mit Rohstoffen, Index, Aktien und Kryptowährungen. Aha. Und genau, und normalerweise die Kunden mit uns erstes Mal anfangen würden, ist ein Konto zum Aktivieren. Und dann würden sie eine Konto aktivieren, die Minimum für die Konto ist 250 Euro. Dann würde sie ein Woche Zeit so Abend mal anschauen, meine Arbeiten. Und wenn sie zufrieden sind mit meinen Gewinnen, was ich würde für sie machen, auf jeden Fall, dann machen wir weiter. Und wenn ihnen zum Beispiel nicht mehr gefällt, dann können sie freiwillig das Geld wieder auszahlen, weil sie eingesetzt haben. Gibt kein Problem. Aha. Wenn ich darf Ihnen fragen, haben Sie mal gehört über Trading online? Bestimmt schon ja, oder? Okay. Was denken Sie dafür? Ja, ist unseriös. Unreal? Unseriös, Unseriös? Ja. Das kommt drauf, mit dem Sie bearbeiten haben. Ja, aber am Finanzmarkt, da ist man ja eher seine Kohle los, als dass man welche bekommen kann. Und grundsätzlich ist das ganze Finanzmarktgeschäft am Tradingmarkt unseriös, weil letztendlich nehme ich ja jemandem das Geld weg, um Geld zu bekommen. Mein Lieber, ich sage dir noch etwas. Denn die Kunden mit uns anfangen können mit Trading online, ist dieses Problem, dass wir können nicht ihre Geld ausnehmen oder nach unserer Tasche zu bringen. Das ist da dein Konto, wo sie eingesetzt würden, auf jeden Fall, da bekommen sie einen Vertrag dafür danach. Dass der Kunde diesen Betrag eingesetzt habe, das Geld, und Beträge dann normalerweise... Beträge bekommt man vorher, nicht hinterher. Ja, ja, aber sie hat noch kein Konto eröffnet, meine ich. Ja, also der nette Herr hier, der meint, man bekomme einen Vertrag hinterher. Na, ich glaube ja nicht. Also das habe ich hier tatsächlich noch nirgendwo erlebt, dass die einem einen Vertrag oder sowas in der Richtung zuschicken. Mal davon abgesehen, ist es auch gar nicht üblich. Wenn ich auf dem Finanzmarkt traden möchte, dann melde ich mich zum Beispiel bei Binance an, bekomme dann die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen, Datenschutzhinweise und was da sonst noch so alles dazu gehört, aber den Vertrag
Ja, den gibt's da definitiv nicht. Also nicht so, wie man das bei einem Zeitschriftenabo sich vorstellt. Man meldet sich halt auf der Webseite an und ist dann in dem System dort drin. Man legitimiert dann sich selbst als Person mit einem Personalausweis über bestenfalls ja zum Beispiel eine Legitimations-App. Da muss man dann mit seinem Personalausweis ein bisschen rumfummeln vor seinem Gesicht und man muss dann sein Handy dann vor sein Gesicht halten und ein Mitarbeiter überprüft dann, ob ihr die Person seid, die auf dem Personalausweis ist. Also eine Legitimation eben. Postident gibt es hier zum Beispiel auch noch. Dann läuft das ganze Verfahren über die Deutsche Post. Alternativ gibt es leider immer noch das Verfahren, dass man das auch per E-Mail machen kann. Also den Personalausweis in Kopie per E-Mail hinschicken, mit einem Rechnungsbeleg noch, dass man in der Wohnung wohnt, die eben auch auf dem Personalausweis steht. Ja, und da sollte man auf jeden Fall auch aufpassen, wenn eine Firma das über diesen Weg macht. Hier empfiehlt sich definitiv immer ganz dick und fett Kopie und das Datum und den Zweck dieser Legitimation drüber zu schreiben. Also komplett quer über den Personalausweis, damit eben niemand den Personalausweis im Nachgang einfach klauen kann. Denn wenn ihr die E-Mail dorthin schickt, ja, dann wisst ihr ja natürlich nie, ob die Firma zu 100% sicher ist. Selbst ein ganz seriöses Unternehmen kann natürlich irgendwann mal gehackt werden. Ja, oder da sitzt einfach ein Schlingelmitarbeiter, der sich die Daten rauszieht und ja, mit nach Hause nimmt und dann irgendwo verkauft. Aus diesem Grund sollte man grundsätzlich immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Karten von sich selbst ja fotokopieren, ablichten und weiterschicken soll. Und wenn man das mal machen muss und es geht halt wirklich nicht anders und man ist sich sicher, dass es ein seriöses Unternehmen ist, dann, wie gesagt, schreibt quer drüber den Grund, wofür das ist, für welche Firma, das Datum und somit kann das Ganze nicht für irgendeinen anderen Zweck weiterverwendet werden. Also nicht bevor Einzahlung, man ist. Dann schicken Sie mir den Vertrag zu, dann gucke ich mir das an. Genau, aber sie haben doch nicht ein Konto. Wie ein Kontoservice kostenlos. Ein Konto verfügbar zu haben, ist mit 250. Ich habe gesagt, komm, ein Kunde von uns zu sein. Danach, wie sie ein Kunde sind, dann können wir normalerweise einen Vertrag dafür machen, dass der Kunde diesen Betrag einsetzen würde, wegen vom Gewinnen von Trading Online. Mit diesem Unternehmen und danach schauen wir weiter. Das meine ich. Ja, aber wir sehen noch. Sie mir einfach ein Angebot zu und dann überlege ich mir das. Ein Angebot? Mhm. Was weiß ich ganz genau für Angebot? Ja, ein Angebot. Und dann gucke ich, ob ich das so annehme. Okay. Benutze die WhatsApp? Nee. Wo soll ich das senden? Die E-Mail habe ich nicht. Dann schicken Sie es mir per Post. Ist alles gut bei dir? Warum duzen Sie mich auf einmal? Wieso ist wir ein Trading-Unternehmen arbeitet per Post? Hat das keinen Sinn? Ja, also per Angebote Post. Schickt man per Post. Ja, oder man schickt die Angebote per E-Mail, könnte er ja jetzt hier freundlicherweise vorschlagen, wenn er von einer seriösen Firma kommt und nicht auf einmal auf die Duschschiene abrutschen und fragen, ob alles gut mit mir ist. Also mit Seriosität hat das hier definitiv gar nichts zu tun. Also ich meine, der Mitarbeiter hat ja von Anfang an sich schon mit dem Namen irgendwie verdächtig gemacht. Musik läuft hier natürlich auch wieder im Hintergrund. Das sind alles Indizien für kein seriöses Unternehmen. Na und nun fängt er an, komisch zu werden. Naja, also wie gesagt, ein vernünftiges Unternehmen hätte jetzt hier erklärt, dass das per Post nicht üblich ist in der Branche, aber man könnte ja vielleicht irgendwas per E-Mail zuschicken. Also was auch immer man denn da zuschicken kann. Sicherlich werden die ja irgendwelche Preistabellen und ja irgendwas in Angebotsform vorliegen haben, was man dem Kunden per E-Mail zuschicken kann. Naja, aber in einem unseriösen Callcenter läuft's halt eben so. Nein, nein, das hat nichts zu tun. Doch. Die Angebot kann mal per WhatsApp. Also seriöse Firmen machen das schon so. Nein, da ist logisch. Gehen Sie bei anderen Unternehmen, schauen Sie, wenn da per Post bekommen können. Wir arbeiten mit deutschen Kunden und wir wissen schon sehr gut, was ist. Wir arbeiten schon mehr als 10 Jahre in diesem Geschäft mit dem Deutschen. Deutsches, Österreich und Schweiz. Das glaube ich Ihnen nicht. Ist dieses Problem, wie Sie glauben oder nicht? Aber ich spreche wegen meiner Erfahrung mit dem Kunden. Ja, wie gesagt, dann schicken Sie mir ein Angebot per Post und dann überlege ich mir. Kein Problem, per Post bekommen Sie niemals von niemand anderes. Niemand sendet Ihnen per Post über Trading Online. Ja, wenn die unseriös sind, verschicken das nicht per Post. Das hat nichts zu tun, unseriös. Das hat nichts zu tun, unseriös. Nein, nein, das hat nichts zu tun. So? Das ist, guck mal, ich sage Ihnen noch etwas. Ist nicht zum Beispiel, dass Sie per Bank eine per Post bekommen können? Oder
was ich denke dafür. Trading online normalerweise gehört alles mit dem Internet dafür mit dem Computer zu vorstellen. Wenn Sie möchten, nicht diese Daten nicht zu teilen, der E-Mail oder WhatsApp, zum nicht nach rechts zu senden, das ist deine Problem, nicht meines. Ja, aber WhatsApp ist doch nicht seriös. WhatsApp habe ich eine von diesen Kontaktdaten zu erhalten können. Bedeutet auch E-Mail. Das ist auch gleiches. Ja, dann schicken Sie mir ein Angebot per E-Mail. Das habe ich doch gesagt. Ich habe nicht Ihre E-Mail. Ja, dann bleibt nur noch per Post. Ah, jetzt würden Sie mich verarschen. Würden Sie mir Spaß machen dafür, mein Bruder? Ja, aber das wirkt ja bei Ihnen da wie im Kindergarten. Das ist ja alles unseriös, was Sie da erzählen. Kindergarten. Mein Freund. Du bist ja komisch, ganz ehrlich. Also ich bin erstens nicht Ihr Freund und zweitens werde ich von Ihnen nicht geduzt. Besser als das Beleidigen normalerweise noch besser wird Freund sein. Wegen so in die gleiche Zeit, Sie versuchen mich zu verarschen, aber schaffen Sie das nicht. Der hat jetzt hier ernsthaft gesagt, besser, dass er mich duzt, als dass er mich beleidigt, wie es normalerweise ist. Aha, also schön, dass er das normal findet, dass in seinem Callcenter dem Anschein nach die Kunden alle beleidigt werden und auch geduzt werden, sobald der Kunde nicht das tut, was er sich so vorgestellt hat. Naja, dass wir hier bei einem unseriösen Callcenter rausgekommen sind, erschließt sich schon durch den Anruf allein und der Name und der Krach im Hintergrund und sein Gestammel. Aber absolut Wahnsinn. Solche Leute rufen euch an und wollen euch Geld abknüpfen. Mindestens 250 Euro. Wahlweise vielleicht auch 500 oder wenn es geht sogar noch 1000. Am besten mit einer Visa-Karte oder einer Mastercard. Wir kennen das ja alles schon. Naja, aber was er sich da so vorstellt, ich find's einfach nur gruselig. Aber gut, lassen wir mal weitermachen. Ich verarsche sie ja nicht, aber vielleicht haben sie da mal einen vernünftigen deutsch sprechenden Mitarbeiter, der sich auch vernünftig artikulieren kann. Also normalerweise Deutsche bin ich nicht und möchte ich nicht deutsche Kartoffel sein, aber ich bin schon über dem Deutschen hier gekommen. Also ihre Minderwertigkeitskomplexe kann ich zwar nicht verstehen, aber beleidigend müssen sie ja am Telefon nicht werden, oder? Ja, ganz genau. Weil eigentlich hat er ja gerade gesagt, dass er statt beleidigen lieber duzt. Also zumindest hat er das so ähnlich umschrieben. Aber jetzt wird es irgendwie schon ein bisschen unterirdisch. Deutsche Kartoffel. Also da wissen wir ja schon direkt, was man von den Leuten da halten kann. Beziehungsweise was die von uns wohl halten müssen. Ich verstehe immer nicht, warum die überhaupt anrufen, um die Leute zu verarschen. Kann man nicht normal Geld verdienen? Muss das immer so sein? Naja, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur absolut traurig und beschämend, dass die hier überhaupt bei uns anrufen. Naja, aber letztendlich trägt man sich dort selbst ein. Aber wenn der Stein einmal losgetreten ist und der so richtig losrollt, tja, dann reißt er eine ganze Lawine an Telefonaten mit, die euch da in der Zukunft blühen. Das Problem ist, selbst wenn man seine Telefonnummer wechselt, heißt das nicht, dass man zwingend Ruhe vor diesem ganzen Kram hat. Denn wenn man eine Telefonnummer neu bekommt, dann ist die Telefonnummer nicht unbedingt neu. Und das bedeutet auch nicht, dass die Telefonnummer noch nie benutzt wurde. Denn Telefonnummern werden weiterverwendet. Telefonnummern werden maximal oder minimal ein halbes Jahr totgelegt, nachdem man die gekündigt hat. Danach werden die Nummern weiterverkauft und der Nächste bekommt die. Und ist die Nummer schon mal bei sowas registriert gewesen, naja, dann habt ihr den Salat mit einer neuen Nummer. Und das ist tatsächlich ein Problem. Mit einem Kunde wie euch brauchen wir nicht, normalerweise so wie sie sind. Vielleicht haben sie kein Heizkästchen, ich kann nicht leben. Warum sie die Leute anrufen, wenn sie dann die Leute beleidigen möchten? Nee, das hat nichts zu tun mit diesen nicht seriös. Das hat zu tun, dass die Leute, dass man die Interesse zeigt, die Trading online und danach kommt etwas anderes. Sie zeigen Interesse bei Trading online und danach lassen wir keinen Kurs sprechen. Wenn sie uns nicht, also wir nicht möchten, nicht ihn anrufen, dann erstes Mal, warum haben sie über Interesse gezeigt über Werbung? Habe ich ja nicht, sie rufen mir einfach an. Nochmal bitte? Habe ich ja nicht. Was haben Sie nicht? Mich angemeldet? Ich habe Interesse gezeigt. Sie rufen mich ja einfach. Doch, haben Sie. Doch, haben Sie. Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Warum geht was? Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Das Double Opt-in. Erlaubt, ja, wir haben schon ein Zertifikat dafür, dass wir für ganze Sochobal anrufen können. Dafür gibt es keine Zertifikate, das muss ich Ihnen genehmigen. Doch. Nee, das ist ja Quatsch. Sie sind einfach nur irgendein Spinner. Doch.
Die Leute abzupfen am Telefon, mehr kann falsch. Es gar nicht sein, was sie da sagen. Das ist ja absolut falsch. Unseriös, was sie da erzählen. Das ist falsch. Nee. Das können Sie gerne so sehen, aber letztendlich bleiben Sie unseriös. Nee, ich habe ich spreche mit den Fakten und mit Beweisen dafür. Es wäre vielleicht auch ganz nett, wenn Sie nicht immer dazwischen quatschen, weil dazwischenquatschen ist ebenso unseriös. Und auch unhöflich. Guck mal, mein Lieber, ich sag dir noch etwas. Sie hat nur Wörter. Was soll ich mit deinen Wörtern? Mit deinen Wörtern kann ich nichts kaufen, verkaufen. Und nichts servieren und nicht verlieren. Mit deinen Wörtern, nichts dafür. Die Wörter nehmen die Luft an. Das müssen sie akzeptieren. Aber du bist nicht ein richtiges Deutsches. Die Deutsche sagt ja, ist ein Ja und Nein ist ein Nein. Und das sagt mir irgendein Spinner am Telefon, der kein Wort richtig vernünftig geradewegs ausdrückt. Guck mal, sie ist ein Schlampe von Deutsches. Wegen der richtigen Deutschen sind ich überhaupt nicht so. Ja, erstes Mal, versuchen Sie ein Deutscher zu sein. Sie kommt aus Deutschland, Sie sind Deutsche, aber nicht wie Deutsche. Wenn Sie versuchen, Deutsche. Sie doch erstmal vernünftig Deutsch sprechen zu können, das wäre doch mal ein Anfang. Liebe. Also ich weiß ja nicht so richtig, was er jetzt damit erreichen möchte. Dem Anschein nach wirkt das so auf mich, als möchte er vielleicht, dass er mich damit irgendwie auf die Palme bringt. Ich habe keine Ahnung. Will er an mir kitzeln, bis ich ausraste? Stellt er sich das so vor? Macht ihm das Spaß, irgendwie Deutsche zu beleidigen? So habe ich hier das Gefühl, dass das der Inhalt des Gesprächs von seiner Seite aus werden soll. Weil anders, was bringt's, wenn man den Kunden am Telefon ständig als deutsche Kartoffel beleidigt? Ich meine, das ist ja wohl mehr als unterirdisch. Wir sind's ja leider gewohnt von den Betrügern. Das Schlimme ist, dass der macht ja hier immer weiter. Und der hört auch nicht auf. Keine Ahnung. Also belehren lässt er sich ja auch nicht und dem scheint's ja anscheinend Spaß zu machen. Guck mal, der Deutsche bedeutet nicht, wir müssen erst mal sehr gut Deutsch sprechen. Das bedeutet, sei Deutsche. Nein. Deutsche müssen wie die Deutsche sein. Die Italiener müssen wie die Italiener. Die Schweizer kommen wie Schweizer. Aber du bist sehr falsch. Du hast keinen Respekt dafür, dein Land dafür. So wie du sprichst. Die sind ja absolut. Die Deutschen sind ganz etwas anderes. Die Deutsche kann man erstens mal fragen, was ist, okay. Kann man hören, kann man eine Frage stellen, wenn ich verstehen kann. Zeig Respekt dafür, erstes Mal. Deswegen bin ich so gekommen, ohne Respekt von Ihnen. Sie reden so haben Sie mir angeantwortet, so wie Sie mit mir sprechen, so würde ich auch Ihnen antworten. Ja, also das Gespräch entwickelt sich tatsächlich in eine absolut alberne Richtung. Der redet hier von Respekt. Der redet davon, dass man als Deutscher ja Respekt davor haben muss, wenn er anruft. Ich soll Respekt davor haben, dass er mich illegal anruft und mir das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Also ich weiß ja nicht, ob der zu heiß geduscht hat, aber irgendwie, keine Ahnung. Es ist wirklich unterirdisch. Es ist absolut Kakerlake. Anders kann man es nicht ausdrücken. Wenn wir hier schon gerade beim Thema Respekt sind, also weiß ich ja nicht, was er unter Respekt versteht. Sich gleich von Anfang an im Gespräch irgendwie ein bisschen zu beleidigen und zu erniedrigen? Oder wie jetzt? Und deswegen sage ich dir, beleidigen nicht ihre Land. Sie sitzen Land. Mich. Beleidigen mich nicht ihre Land. Nein, beleidigen nicht ihre Land. Das habe ich Ihnen jetzt mehrfach erwähnt. Sie beleidigen schon ihre Land jetzt. Glauben Sie den Schwachsinn eigentlich selber, den Sie da so erzählen? Was? Nochmal? Ja, ob Sie den Schwachsinn da selber glauben, den Sie da von sich geben. Lieber, guck mal. Versuchen Sie, Deutscher zu sein einmal. Ich kenne dich nicht und Sie kennen mich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, Sie hören auf, mich zu duzen. Ich habe Ihnen das verboten. Für was hast du verboten? Zu anrufen? Sie haben mich nicht zu duzen. Und? Sag mal, sei mal ein bisschen nett. Ich sagte Sie, nicht du. Können wir auch du, auch Sie, kein Problem? Nee, das ist ein Problem für mich. Wenn das Problem für Sie ist, sag dann Sie. Kein Problem. Entschuldigung, dass ich du gesagt habe. Ja, lieber Herr, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, das ist albern, was Sie da erzählen. Einfach nur lächerlich. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Du bist sehr komisch, ganz ehrlich. Ich sagte Sie. Aber scheinbar sind Sie ja komplett begriffsstutzig. Sie sind sehr komisch, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich weiß, was soll ich noch mehr sagen? Ganz ehrlich. Und noch etwas habe ich schon vergessen. Unsere Besprechung ist schon registriert. Okay? Was? Haben Sie mich gehört, denke ich? Nee. Ich hab's nicht verstanden. Unsere Besprechung ist schon registriert. Wegen, dass wir beweisen können. Auch von der Seite, auch von meiner Seite. Ist einfach nur lächerlich, was Sie da von sich geben. Ja, kein Problem.
Und da schauen Sie eine Videos YouTube dafür. Schau schon per YouTube dafür. Ich hab schon. Ich würde die Teile meiner Kanal und kannst du anschauen. Also es wird irgendwie immer fragwürdiger. Also ich gehe mal jetzt hier davon aus, dass der jetzt nicht weiß, dass er gerade selber auf YouTube landet. Aber der möchte jetzt irgendeinem Kunden, also ne, man muss ja mal davon ausgehen, der sitzt angeblich in irgendeiner Tradingbank, möchte Finanzberater sein und irgendeinen Manager von irgendeiner Börse und möchte Geld von euch. Und jetzt erzählt er mir, das Gespräch ist registriert, also dementsprechend aufgezeichnet, soll das glaube ich heißen. Und er wird das dann auf YouTube stellen. Und er findet das dann auch noch in Ordnung. Na klar, also ja. Super. Naja, immerhin ist das Gespräch tatsächlich auf YouTube gelandet. Also, wenn hier jemand keine Ahnung hat, dann sind das ja wohl Sie, weil Sie geben ja lauter unsinnigen Stuss von sich. Nö. Ja. Die Deutschen würde ich sehen, wie die Deutschen geworden sind. Darf ich das, die Besprechung über meinen Kanal senden? Teilen? Was? Darf ich? Ja, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Also ich habe einen YouTube-Kanal, dass ich mit den Leuten die Besprechung YouTube senden kann. Das erlaube ich Ihnen nicht. Sie erlauben mir nicht. Warum? Ja, warum sollte ich? Vor albern, den Quatsch, den Sie hier erzählen. Das braucht doch keiner. Muss sich doch keiner anhören, was Sie da so von sich geben. Das ist doch komplett Blödsinn. Und Sie wollen seriös sein von einer angeblichen Tradingbank? Voll lächerlich. Das, was Sie da machen, ist einfach nur albern am Telefon. Aber das hat keinen Sinn und keinen Verstand. Das hat ja nicht mal irgendeinen Hintergrund und irgendeinen, keine Ahnung. Mit Intelligenz hat das nichts zu tun, was Sie da von sich geben. Aber warum, guck mal, warum haben Sie kein Interesse? Fangen wir von etwas an. Warum haben Sie kein Interesse über Trading online? Ja, habe ich ja nicht. Hm? Ich ja nicht. Was für Sie haben Sie das nicht? Also langsam zweifle ich wirklich an Ihrer Intelligenz, weil die ist faktisch nicht vorhanden. Sie stellen mir eine Frage, ich antworte auf die Frage und Sie fragen mich, wozu Sie Antwort haben. Warum haben Sie kein Interesse, habe ich gefragt. Nee, das haben Sie so nicht gefragt, dann müssen Sie ganze Sätze aussprechen und nicht nur Worte kurz hinsprechen. Okay, warum haben Sie kein Interesse über Trading online? Ja, weil das ein albernes Geschäft ist, das ist doch Blödsinn. Das ist blöd. Und die Deutschen, dass mal alles investiert bei Immobilien, bei Bitcoin, über Aktien, sind auch alles behindert? Denkst du so? Ich habe nicht gesagt, dass das behindert ist, aber es ist Blödsinn, weil letztendlich ist blöd? Ist nicht behindert. Ist blöd? Ja, das habe ich so auch nicht gesagt. Es sind hochspekulative Geschäfte, das ist albern. Da kann man nur Geld verlieren. Geld verlieren? Aber warum die Leute investiert noch? Zum Verlieren oder bedeutet das, hat schon Geld gut gewinnen und versucht nochmal noch mehr zu gewinnen? Ha? Wie gesagt, es ist hochspekulativ. Spekulativ. Erstes Mal nehmen Sie die Informationen und danach können wir weiter sprechen. Nehmen Sie noch mehr, suchen Sie ihn bei Google. Liegen wir Sie am Jahre 2022. Schreiben Sie bei Google, was ist Trading? Was können wir mit Trading machen? Und wie viel gewinnen Sie da? Und danach danach würde ich die anrufen, um mir zu sagen, habe ich echt oder nicht. In ganz Europa sind die Deutschen mehr Investoren für die Trading online als andere Länder. Okay? Das weißt du nicht, hast du heute gelernt. Ich sagte, Sie sprechen mich mit Sie an. Entschuldigung, Sie? Anschauen Sie selbst, dass Sie viele Deutsche als andere Länder das über Trading online brauchen. Das, was Sie da am Telefon erzählen, ist absolut höchst unseriös. Unseriös. Unseriös, unseriös. Ah, mein Freund. Ich hoffe, dass du in deinem Leben noch ein bisschen klarkommen kannst. Ich sagte, Sie sprechen mich mit Sie an. Aber du, wie gesagt, kannst Sie sind auch, ja absolut kannst du auch du anrufen. Kein Problem, kannst du mich auch du sehr sagen. Tja, das Kerlchen hält sich hier wohl für ganz besonders schlau. Entschuldigt sich jedes Mal dafür, dass er von Sie auf Du wechselt und sagt dann trotzdem immer wieder Du und am Ende ist es ihm sowieso scheißegal. Absolut Wahnsinn. So einer hält sich für seriös. Das Schlimme ist halt an dieser ganzen Geschichte, dass hier wirklich Menschen ihr Geld reinstecken. Naja, vielleicht nicht unbedingt bei dem und auch nicht in so einer Situation, wo das Gespräch schon in diese komische Richtung abgedriftet ist, weil normalerweise versuchen ja die Leute, die Obermacht im Gespräch zu behalten. Die Chance gebe ich denen hier natürlich nicht so oft. Und selbst wenn, dann gebe ich denen nur das Gefühl, damit sie hier möglichst viel Zeit verplempern. Aber so einer ist ja wirklich allerunterste Schublade. Ich habe ihnen das verboten. Aber wahrscheinlich können Sie sich ja nicht mal 3 Sekunden irgendwas merken. Geschweige denn ansatzweise irgendwie Deutsch sprechen.
Und alles, was sie von sich geben, ergibt null Sinn. Egal. Du. Es ist nicht egal, es ist albern. Und es ist höchst unseriös und ja, ziemlich bedauerlich, dass sie da am Telefon sitzen und Menschen anrufen. Du. Nee, sie. Du. Tja, das zeigt ja nur ihre Unseriösität. Ja, du. Denkst du, dass du bis jetzt geschafft hast? Eine normale Unterhaltung? Sie sprechen nicht mit Sie an, ansonsten werde ich Ihnen nicht antworten. Du versuchst einfach Besprechungen zu machen ohne Sinn. Und das ist sehr komisch, was du machst. Du müsstest es mal Deutsch sein. Ich sagte Ihnen, Sie sprechen nicht mit Sie an. Sie können es mal Deutsch sein. Danach kannst du kommen. Aber so brauche ich dich, auch wenn Sie möchten, wenn Sie möchten, mit mir zu anfangen, so ein Kunde wie Sie, möchte ich nicht gerne haben. Sie meinen Betrugsopfer? So ein Kunde wie Betrugsopfer für Sie bin, oder was? Nein, Betrüger können Sie mir nicht einmal... Klar sind Sie kriminell. Das, was Sie da machen, ist kriminell. Ja, kein Problem. Ist Ihre Meinung. Ich respektiere Ihre Meinung. Sind Sie dafür, dass Sie da die Leute abzocken? Ich respektiere Ihre Meinung. Kein Problem. Und normalerweise, ich darf auch unsere Besprechung per YouTube-Kanal. Nee, definitiv nicht. Egal, wenn du willst oder nicht. Sagte, Sie sprechen mich mit Sie an, nicht mit du. Auch wenn Sie möchten oder nicht, das kann ich selbst entscheiden. Nee, das haben Sie überhaupt nicht zu entscheiden. Also schauen Sie selbst, wie Sie sprechen, Entschuldigung. Schauen Sie selbst. Okay? Schreiben Sie den Michael Kolbeck. Trading online, die Menschen, die keine Ahnung haben, Informationen, da kann sie direkt mal schauen. Ahnung hat, sind ja wohl Sie. Ja, schauen Sie unter unsere Besprechung dahin. Ciao. Ja, und dann hat er das Gespräch beendet. Oh Mann, also von Seriosität waren wir hier mal wieder so richtig weit entfernt. Tja, also dass die keinen Respekt vor uns haben und dass sie sich da noch eher lustig über uns machen. Und wenn sie merken, dass einer von uns rausgefunden hat, dass das hier alles nicht mit rechten Dingen zugehen kann, dann versuchen sie uns anzustacheln, dass wir uns aufregen. Tja, und da machen die sich denn ihren Spaß drüber. Tja, also dieses Gelaber hier von dem war ja wirklich wieder absolut unterste Schublade. Ich kann einfach nicht verstehen, was das soll. Was, also wirklich, warum macht man sowas? Also vor allem dann auch noch die Leute aufstacheln und versuchen, Ärger anzuzetteln. Das muss doch der genießen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wahrscheinlich freut er sich auch, wenn da ein Kunde anruft, der betrogen wurde und der mal so einen in der Leitung hat, der dann die ganze Zeit durchs Telefon brüllt. Da schmeißt er dann einfach noch ein bisschen Kartoffel hin und noch ein bisschen was weiß ich und duzt ihn dann die ganze Zeit, damit sich der Gegenüber noch ein bisschen mehr aufregt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wozu das hier alles dienen soll. Es ist nur noch Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen, auf jeden Fall wenigstens gut aufgeklärt, wo ihr euer Geld nicht einzahlen solltet. Und ich hoffe, dass ihr die Videos immer schön teilt mit eurer Familie, Verwandten, Bekannten, Freunde, alle, die ihr so habt und kennt, in WhatsApp und auf Social Media, damit auf jeden Fall keiner aus eurem Umfeld auf so einen drauf hereinfällt. Und vor allem schon gar nicht erst so einen am Telefon hat. Tja, spart auf jeden Fall jede Menge Blutdruck. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet und auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn was Neues draußen ist. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.